Hallihallo, dem Leben eine neue Richtung geben, so heißt der Podcast von Robert Betz und ich bin da. Danke, dass ihr auch da seid. Auf geht's zu einer neuen Folge. Kümmere dich um das Wesentliche. Es ist immer unsichtbar. Eines der Geschenke dieser auf- und durchrüttelnden Zeit sind Fragen, die wir uns in normalen Zeiten kaum stellen. Zu diesem gehört die Frage, was ist eigentlich das Wesentliche, das wirklich Wichtige und Entscheidende in meinem Leben? Dahinter steckt die Frage nach einem Sinn unseres Lebens hier im Körper. Diese Frage ist nicht nur Profi-Philosophen vorbehalten, sondern sie stellt sich jedem, irgendwann. Und ich wünsche jedem, auch jedem 20-Jährigen schon, dass er sich diese Frage früh und mutig stellt und seine ganz eigene Antwort darauf findet und sie dann auch lebt. Der Sinn vieler Menschen, die ich in meinem Leben bisher getroffen habe, heißt scheinbar, ich muss irgendwie über die Runden kommen und mein Einkommen verdienen, damit ich mein Auskommen habe. Andere scheinen ihr Leben lang für die Kinder, später noch für die Enkel zu arbeiten, weil ihnen Kinder und Enkel sehr wichtig sind, nicht nur hier in Griechenland, wo ich wohne. Was ist deine momentane Antwort auf diese Frage? Drück dich nicht vor ihr mit Ausreden wie zu kompliziert oder zu theoretisch oder mit sonst einer. Ich behaupte, du demonstrierst, du zeigst jeden Tag das, was du für den Sinn deines Lebens hältst. Das heißt, du kannst deine eigene Antwort auf diese Frage daran ablesen, worauf du dich jeden Tag konzentrierst, worauf du deine innere Aufmerksamkeit richtest und mit welchen Gedanken du dich innerlich am meisten beschäftigst. Deswegen können wir die Frage nach dem Sinn erst einmal auf die Frage reduzieren, wozu stehe ich am Morgen auf? Was ist mein wahres Motiv, in diesen Tag zu gehen? Die meisten Antworten auf diese Frage ist doch wohl klar, weil ich das muss, weil ich arbeiten gehen muss, um Geld zu verdienen, um zu überleben und meine Verpflichtungen zu erfüllen. Diese Sichtweise ist menschlich und verständlich. Verkürzt könnte man diese Antwort zusammenfassen mit, ich muss halt leben. Jeder kann sich vorstellen, dass es mit solch einem Grundgedanken nicht gerade leicht fällt, am Morgen beschwingt und fröhlich aufzustehen und in den Tag zu gehen. Diese Sätze vom Müssen machen das Leben sehr anstrengend und sorgen unter anderem dafür, dass viele von uns am Abend erschöpft bis kaputt sind oder sich chronische Erschöpfung bis Burnout erschaffen. Die Lebensformel, die wir fast alle in Elternhaus und Schule gelernt und übernommen haben, heißt viel tun, dann möglichst viel haben und dann möglichst viel sein. Also tun, haben, sein. Aber das Sein hieß nicht glücklich sein, sondern in den Augen der anderen etwas darstellen, etwas wert sein und Anerkennung oder gar Bewunderung erhalten. Wir haben also das Machen und Tun zum Wesentlichen erklärt, auf das wir unsere Energie und Aufmerksamkeit richten und auf das Materielle, das Anfassbare, die Wohnung, das Auto, das Haus, die Einrichtung, die technischen Geräte, das Motorrad oder anderes. In Zeiten der Krise rufen Menschen oft verzweifelt, das hat doch alles keinen Sinn. Warum? Weil sich für sie so vieles im Leben sinnlos oder sinnentleert anfühlt. Und dann fühlt es sich in uns entsprechend leer an und wir fühlen uns oft antrieblos, schlapp und kraftlos. Das Gefühl der Sinnlosigkeit des eigenen Lebens entsteht dann, wenn wir uns auf das Unwesentliche im Leben konzentrieren. Dieses Gefühl der Sinnlosigkeit ist die größte Ursache für die immer häufigeren Depressionen von Menschen. Das Gefühl der Sinnlosigkeit kann uns niederdrücken, wenn wir sie nicht als unsere eigene Schöpfung erkennen. Mein Gefühl sagt, wenn wir um das Wesentliche unseres Lebens wüssten, wenn es uns wirklich bewusst wäre und wir es täglich leben würden, dann gäbe es keine Erschöpfung. Und vermutlich auch keine Krankheit, keine Sackgassen, keine Stagnation und auch keinen Streit mit anderen. Wir würden einen paradiesischen Zustand genießen. Und ob du es glaubst oder nicht, in diesen Jahren der Transformation machen wir einen Riesenschritt in Richtung dieses Zustands. Aber nur diejenigen, die in sich ein Schöpferbewusstsein erschaffen, anstatt das Opfer zu spielen von denen da oben oder von sogenannten Verschwörungen. In dieser durchrüttelnden und vieles alte in Frage stellenden Krisenzeit bekommen wir jetzt alle die Gelegenheit, etwas Wesentliches zu begreifen, nämlich worauf es wahrhaft ankommt in unserem Leben.
Was könnte der Sinn deines Lebens sein oder das Wesentliche, auf das du jeden Tag ein wenig mehr deine Aufmerksamkeit richten könntest? Dieses Wesentliche ist für unsere äußeren Augen unsichtbar. Es ist unser Bewusstsein, die Art und Weise unseres Denkens und Fühlens, unseres Liebens oder Nichtliebens, aus dem die Art und Weise unseres Handelns entspringt. Dieses Bewusstsein ist bei fast allen von uns ein Unbewusstsein, das heißt ein Nichtbewusstsein um das, wer und was wir wirklich sind und worum es hier auf der Erde und in unserem Menschenleben wirklich geht, was wirklich einen Sinn ergibt. Darum konzentrieren sich fast alle auf das Unwesentliche, auf das Äußere ihres Lebens, auf das viele machen und tun, anstatt auf das Wesentliche, das Innere oder genauer gesagt auf unsere Innenwelt. Wir erschaffen und gestalten unser Leben und unsere Welt immer von innen nach außen und nicht umgekehrt. Darum fängt eine Veränderung deines persönlichen Lebens wie die der Welt immer innen, das heißt in dir an. Das Wesentliche im Leben ist immer unsichtbar für unsere äußeren Augen, aber unser Herz sieht ganz klar. Mit den Augen und dem Bewusstsein der Liebe kannst du sehr schnell unterscheiden, was für dich und dein Herz wahr und wesentlich ist, was der Liebe und was nicht der Liebe entspricht. Um dieses Wesentliche zu erkennen und mehr zu leben, darfst du regelmäßig nach innen gehen, dorthin, wo, wie wir sagen, die Musik spielt. In deiner Art zu denken, zu fühlen und zu lieben. Und gehst du nicht nach innen, dann gehst du leer aus, heißt es so schön in Gesprächen mit Gott von Neil Donald Walsh. Du kannst noch so viel tun und haben, noch so viel Erfolg oder Wohlstand haben, all das wird deine innere Leere nicht füllen, dich nicht erfüllen, solange du an deinem Herzen vorbeilebst und seine Signale überhörst. Dieses Herz spricht jeden Tag zu dir. Solange du nicht in der Freude bist, solange du kein Vertrauen ins Leben und in die Liebe hast, lebst du noch an deinem Herzen vorbei. Es fragt dich zu all deinen Lebensbereichen und Entscheidungen, fühlt sich das, was du hier lebst, deine Arbeit, deine Beziehungen und vor allem deine gelebte Beziehung zu dir selbst wirklich rund, stimmig und voller Freude an oder nicht? Nimm dir also bei allem Tun und bei allen Verpflichtungen regelmäßig Zeit, um nach innen zu gehen, hin zu dir in deine Innenwelt und in das Nicht-Tun. Verbringe jeden Tag mehrmals 15 oder mehr Minuten mit dir in der Stille. Du brauchst hierfür keine Meditationstechnik oder so etwas. Setz dich einfach hin und atme, spüre und lausche auf das, was jetzt da ist. Aber denk nicht darüber nach, sei einfach mit dir selbst in der Stille. In unserer völlig überdrehten, hektischen, kurzatmigen Welt sind der Rückzug und der Verzicht auf äußere Reize wichtig und wertvoll, mit denen wir uns bisher vom Wesentlichen ablenken. Wir benötigen Inseln der Stille, um einfach da zu sein, mit uns selbst. Kannst du schon gut und genießend mit dir alleine sein? Sagst du, da werde ich immer so nervös oder unruhig? Das ist am Anfang verständlich und normal. Diese Unruhe ist das Ergebnis unserer bisherigen unbewussten Lebensweise. Meine Empfehlung an dich, verbringe jeden Tag insgesamt mindestens eine Stunde mit dir allein, davon insgesamt eine halbe Stunde ganz in der Stille mit dir. Verbringe Zeit in der Natur, am Wochenende mehr als in der Woche. Und ich empfehle dir, alle zwei Monate mal ein ganzes Wochenende mit dir alleine zu verbringen, am besten nicht zu Hause. Nimm dir stattdessen ein preiswertes Zimmer in einer Pension, in einer schönen Landschaft und bewege dich ruhig, besinnlich ein paar Stunden am Tag durch die Landschaft. In dieser Zeit, ohne jede Ablenkung durch TV, Internet, Smartphone oder plappernde Freunde, kommst du dir selber näher und dem Wesentlichen in dir, deinem Herzen, deinen Gefühlen und den Gedanken, mit denen du bisher dieses dein Leben erschaffen und gestaltet hast. Du erkennst dich mehr und mehr als die Schöpferin bzw. den Schöpfer von allem, was du bisher in deinem Leben vorfindest. Wenn du Lust hast und nicht gerade am Steuer deines Autos sitzt, lass uns jetzt gemeinsam für nur zwei Minuten nach innen gehen. Schließ die Augen, wenn sie nicht schon geschlossen sind, und geh in einen sanften, tiefen, entspannten Atemrhythmus.
Atme so tief ein, dass Bauch und Brust dich leicht heben und senken dabei. Und geh mit deiner Aufmerksamkeit nach innen, hin zum Atmen und dann hin zu deinem Herzen in der Mitte deiner Brust. Und sag einfach mit deiner Stimme, es gibt jetzt nichts zu tun. Ich darf einfach da sein mit mir. Atme weiter sanft und tief. Und komm immer wieder raus, den Danken heraus, wenn du hineingegangen bist, ins Denken. Fühl dich und fühl dein Herz. Und jetzt nimm ein paar tiefere Atemzüge, beweg dich, reck dich, streck dich und sei dann wieder da. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag oder, wenn es Abend ist, eine gute Nacht. Bis demnächst, der Robert Betz.